Grüße! Boah, Alter. Props an jeden, der bei diesem Wetter in der Sonne arbeitet oder in einem unklimatisierten Büro. Ich ziehe meinen Hut, selbst mit Klimaanlage, es ist unerträglich. Aber das soll uns natürlich... Oh Gott, Alter, ich bin so schnell aufgestanden. Aber das soll uns natürlich nicht... vom Spaß abhalten. In der letzten Woche ist leider Gottes ja die Folge ausgefallen, weil ich ein geiles neues Feature von OBS ausprobiert habe, wo, wenn man das Programm zu früh ausmacht, einfach die Dateien entweder beschädigt oder verschwunden sind. Bei mir war beides der Fall. Danke an OBS für dieses geile Feature. Werde ich definitiv nicht nochmal benutzen, hoffe ich. Und ich lasse die Klimaanlage jetzt auch im Hintergrund laufen, ne? Ich sterbe sonst hier drin. Tut mir leid, dass jetzt hier so ein derbes Grundrauschen im Hintergrund ist, aber dann muss ich halt die Werbung lauter machen. Alter, ist das gruselig. Oh mein Gott, geht's noch ein bisschen creepiger? A friend. McDonald's wishes you a holiday season spent with the people who make you smile. Das war ziemlich... Kann nicht mehr schlafen jetzt. So, da ich die Thematik von letzter Woche natürlich nicht nochmal machen will, weil ich nicht hier in einem Reaction-Format so tun will, als würde ich gerade etwas zum ersten Mal sehen. Das hat bestimmt noch niemand gemacht. Schauen wir uns heute... 2000er Werbung, komm. Und natürlich auch herzlich willkommen zur einzigen Show auf YouTube, in der das Wetter natürlich immer mitspielt. In der Werbung. Weil da ist ja auch Wetter, versteht ihr? 30 Dinge, die in den 2000er Jahren cool waren. Oh, ich hasse diese Scheiße hier. 30 Dinge, die in den 2000ern noch verdammt cool waren, heute vielleicht nicht mehr. Wenn du besonders cool warst, wurde an der einen Hand eine Uhr getragen und an der anderen ein Schweißband. Fertig war der Ich bin ein harter 13-jähriger Hip-Hopper-Look. Deine Hängerphase in den 2000ern bestand vielleicht daraus, solche Poster irgendwo zu kaufen. Nummer 27. Damals war eine knallige Hose noch richtig in Mode. Boah, halt die Schnauze, ey. Boah, ich hasse sowas. Wieso ist der Mist auf Facebook so eskaliert und jetzt schwappt die ganze Scheiße auf YouTube? Like, wenn du in den 2000ern auch eine bunte Hose anhattest. Das war noch eine Scheiße damals, doch. Ah, guck mal, ich hab gehört, das Video ist ganz gut. Komm, das gucken wir uns mal an. Mördertyp, Mördertyp, mega witzig. Fängt er einfach mit einer Blockflöte an. Ich glaube, in dem Video-Format geht es auch um Werbung. Gucken wir mal. Grosch als Finalist der Michael und Grosch auch am Start. Also, so hat witzig. Werbung gemacht für Ist das nicht Aaron Paul? Hat der Werbung für gemacht? Oh, was kommt jetzt? Zum Essen? Brokkoli. Oh, Brokkoli. Weißt du eigentlich, wer Brokkoli ist? Fußballer essen Brokkoli. Toll. Nee, die kochen Brokkoli. Ist ein Unterschied. Sisse, kurz und knackig. Da wären wir wieder bei Punkt IKEA. Mach Werbung wie früher. Bitte. Danke. Restauriert ist dieser Zug. Da kommt Naschen gar nicht gut. Saubere wie? Kissen. Saubere Finger. Was sind denn das für Dinge? Ah, Schokobon. So schön klein und so schön rund. Mit einem Hubs sind die rund. Und Bon für Bon. So macht das Sinn. Eine extra Portion Milch mit drin. Das klingt ja gar nicht dumm. So Klassiker. Viel Milch mit Schoko drum. Für die kleine extra Portion Milch, ey. Und heutzutage schnauzen sich gegenseitig an, weil sie Milch trinken. Milch ist nämlich Gift, Leute. Trinkt lieber Whiteboard-Schaum. Das ist bestimmt gesünder. Mach schon, schieß doch. Ach ja, Fußball. Erinnert mich an meine Zeit bei United. Fantastisch. Wir wurden Meister. 1935 war das. Mit der intelligenten Suchmaschine auf ihrer MSN-Homepage finden sie alles viel schneller. War nicht zu stoppen. Und das schon beim ersten Versuch. Drei Tore in einem Spiel. Welcher von denen bist du, Opa? Ich war weg, als sie das Foto gemacht haben. Ich war auf Safari in Afrika. www.msn.de. Also die Werbung damals hat richtig gut funktioniert. Ich gehe heutzutage auch immer auf MSN Dinge suchen. Zwei Lasten. Oh, über Internet. 140 Pfund über Telefon. Sie immer noch überraschen zu können. Unbezahlbar. Ah. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen.
Kannst du nicht mal über Internet kurz Essen bestellen? Über Internet, Junge, über Internet. Bestell auch mal alles über Internet. Was ein geiles Deutsch. Ihre Karte fürs Internet. Über Internet. Na, ah. Ihr Auto macht aber komische Geräusche. Tatsächlich? Kann ich helfen? Na klar, der Keilriemen. Lassen Sie mich mal. Das ist das Lüfterrad. Die Lichtmaschine. Der Zahnriemen. Die Wasserpumpe. Der Verteiler. Na, gibt's Probleme? Ja, wenn nur mein Auto quietscht. Gibt's der überhaupt noch? Ich meine, das ist Werbung aus den 2000ern und die haben es noch nie mal geschafft, 20 Jahre zu überleben, oder was? Aber ist das nicht die alte von die Camper hier? Das habe ich gerne geguckt, Mann. Das war eine geile Serie hier mit Benno und Uschi, Alter, das war der Hammer, ey. Die Camper, das war noch eine richtig nice Comedy-Serie. Das wiederum ist jetzt nicht so eine nice Comedy-Serie. Briefkasten gelb. Mit dem neuen Ariel Color flüssig. Für überraschend saubere Farben. Ja! Ja, ach so, das war's schon. Ja, dat, also ich glaube, in den 2000ern hatten die Leute nicht mehr so viel Zeit. Deswegen einfach schnell Brief in Nacken und das war die Werbung. Kinderpingui, das Milchdessert im Handyformat. Im Handyformat. Im Job oder so. Eine Creme aus frischer Vollmilch. Umhüllt von Schokolade. Ach so, nicht knackiger Schokolade. Schmeckt frisch. Ah nee, schmeckt knackig frisch. Kinderpingui, das Milchdessert im Handy. Die haben damit Werbung gemacht, dass es im Handyformat ist. Ich hätte gerne so ein 6 Zoll Kinderpingui. Ja, 7,5 Zoll ist auch okay. Alles gut, dankeschön. Format. Als ob die wirklich da einen Handy-Klingelton noch eingespielt haben. Ey, oh, Junge. Das findet man beim Fischen im Netz. Und das findet man beim Suchen im Netz. Klingt einfach. Findet ihr, dass die Werbung komplett überladen ist oder ist die ansprechend? Also hier auf jeden Fall überladen, würde ich das nicht nennen. Mit Löwen und Gardinen, eine riesige Webseite. .cc ist auch eine geile Endung. Ich weiß nicht mal, wofür CC steht. Grelle Farben, dass man überhaupt nichts erkennt. Wofür macht die Scheiße eigentlich gerade Werbung? Was ist Lion.cc? Kannst du da Löwen kaufen oder was? www.lion.cc. Dein Internetshop mit der großen Auswahl. Ach, also das ist quasi Amazon für Arme gewesen. Richtig denken. Oh ja. Oh, Boris! Boris ist da! Ach, die jetzt auch schon. Ohne E-Mail-Adresse geht ja heute gar nichts mehr. Nee. Boris, ey, sag's mir. Bei uns zu Hause in der Familie hat auch schon jeder eine. Oh. Das ist echt gut bei Aul. Da kriegst du 7 Stück. Boah, das ist geil. Das ist der Hammer. Ich? Ey, dann darf ich ja noch 3-mal. Aol, mit 24 Millionen Menschen weltweit Nummer 1. Boris Becker, sind viele Kinder in der Welt. Danke Aol, hat Boris Becker jetzt 8 Kinder oder 12 oder ich weiß nicht, wie oft war der verheiratet. Nee, aber Aol, auch großartig, dass so viele noch, ne, Aol haben. Das hat sich richtig gut gehalten. Wodka Gorbatschow. Daran hat sich einfach nichts geändert. Das Wodka ist reine Seele. Ja, ciao. Und das war's schon. Ne? Das reicht auch schon. Da brauchst du nicht sehen. Boris Becker siehst du hier, da kriegst du den Kotzreiz, dann kriegst du einmal kurz den Wodka hier um die Ohren geknallt und dann kann der Boris auch gerne wiederkommen. Wodka ist reine Seele. Mehr brauchst du auch nicht. Mehr brauchst du auch nicht wissen. Wodka, Eis gekühlt, lustiger Handschuhmann und los geht's, Alter. Wir haben 1000 Träume ausprobiert und viel riskiert. Alles mit der D-Mark. Hochzeiten, Urlaube, unser eigenes Haus. All die großen und kleinen Träume haben wir mit der D-Mark bezahlt. Auf Wiedersehen, D-Mark. Willkommen, neue Träume. Großartig, oder? Erinnere mich auch noch gut, wie ich mit
5 Mark immer zur Bude gegangen bin und in meine Träume investiert habe mit einem Mickey Maus und Brause-UFOs. Und dann kam der Euro und alles war teurer. Verarscht haben die mich in der Werbung. Was soll denn die Scheiße? Die Drecksmusik, die kannst du sonst wohin schieben. Das ist aber Mist. Ich will die D-Mark wieder. D-Mark, sofort Schaum. Pink Floyd sind zurück. Was? Oh mein Gott. Die größten Hits zum ersten Mal auf einem Doppelalbum. Weißt du, erst sagen sie so, D-Mark ist wieder da, jetzt Pink Floyd ist wieder da, die wollen mich doch verarschen. Alle, wie sie da sind, Leute, Currywurst und Kebabspieß. Ja. Die deutsche Fastfood-Leidenschaft. Trotz Biowelle und Fitnesswahn, Essen im Stehen bleibt immer im Trend. Oh. Die Pro7-Reportage über Imbissbuden in Deutschland. Mit Jumbo-Schreiner oder was, ey. 23 Currywurst und Kebabspieß. Schön, das ist meine Reportage, die ich sehen will. Oh, es ist noch Soße da! Rücken wir alle etwas näher zusammen. Ja. Und genießen das Leben. Nice, Alter, schön mit dem Boden in die Nudeln. Durchmachen. Nach unserem Geschmack. Diese Würzmischung ist einmalig. Miracoli schmeckt unnachahmlich. Unnachahmlich. Ist das überhaupt ein Wort? Unnachahmlich. 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 Je länger ich mir das Wort vor Augen führe, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es wirklich gibt. Aber gut, Miracoli ist einfach unannehmlich. Rahmlich. Überall in Deutschland ist es wieder soweit. Toll. Persil sagt Persil. Dankeschön. Danke alle vom Brandenburger Tor. Gönnen sich mal ordentlich eine Schippe Persil da. Nice. Deshalb gibt es jetzt wieder unser Bestes von Persil. Unser Bestes von dem Persil. Mit 15% mehr Inhalt, nur für kurze Zeit. Holen Sie sich unser Bestes von Persil. Unser Bestes von Persil. Geil, Alter. Mit 15% mehr Inhalt. Wow, da kann man sich auch schon mal richtig freuen am Brandenburger Tor, dass da in CGI eine Schleife drum gebunden wird, ne? Im Allgemeinen ist die Lebenserwartung eines Haribo-Goldbären eher kurz. Ja. Kaum ist er auf der Welt, ist er schon wieder weg. Oh Mann. Ja. Ja. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Goldbären der Junge in seinem Leben überhaupt genascht hat, ey. Da, das wäre geil jetzt, Alter. Wie warst du? Das hatten wir doch schon. Nice. Webasto hat's verstanden, haben weißt Sie du? Eigentlich das ist die richtige Temperatur. Den Kauf einer Webasto-Standheizung nachgedacht. Ja, die hätte dem ja jetzt auch nicht viel gebracht. Mehr weil Sicherheit und Komfort. Der ist draußen. Mit einer Webasto-Standheizung. Ja, ist doch egal. Sind Ihre Abwehrkräfte so aktiv? Oh mein wie Sie? Gott. Ich glaube Tag nicht. Wird Ihre Abwehr durch Angriffe geschwächt. Oh nein, die wird jetzt blass. Actimel stärkt Sie mit der besonderen Actimel-Kultur. Die Actimel-Kultur, die aktiviert Ihre Abwehrkräfte. Guck mal, wie das funktioniert. Daher das jeden Morgen ein Actimel. Genau. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Actimel aktiviert. Wissenschaftlich belegt. Ja, ist sogar wissenschaftlich belegt, dass das funktioniert. Also wenn das bei euch nicht funktioniert, dann habt ihr nicht genug getrunken. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Das ist wissenschaftlich belegt. Das hat die Schnauze. Der ICE nach Köln hat 3 Minuten Verspätung. Ha, Meister, Meister! 3 Minuten Verspätung. Das ist ein Skandal. Ha, wir gehen. 3 Minuten Verspätung. Wir verlangen Rechenschaft für jede der 3 Minuten. Mit den Besten ist man am strengsten. Auch 2001 ist die Bahn wieder Deutschlands pünktlichstes Verkehrssystem. Macht ihr doch einen Witz darüber, dass die Leute sich aufregen, dass die Bahn zu spät kommt? Ah ja, man regt sich nur über die Besten auf, weil die Bahn kommt ja sonst nie zu spät, ne? Ist klar. Da habe ich jetzt aber gelacht, ey. Meine Güte, das, also Mördergag. Was die sich immer bei der Werbung ausdenken, ich weiß auch nicht. Das ist einfach fantastisch. Oh, hi. Wo hat sie nur die Chips frisch? Chips frisch? Muss ich sie doch fragen. Du Armer. Hey. Diesen Geschmack will jeder... Crunchen muss es, Leute! Ja, nice, Alter. Jeder hat gerne mit Windows XP dann mit dem Standardprogramm geschnitten. Ey, Movie Maker ist einfach bay. Kommunizieren kann man auch richtig krass. Guck mal, so leicht ist das. Da fliegt man weg. Mobil ist man sogar. Alles wird leichter, so ist es nämlich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächste Woche wird es dann hoffentlich ein bisschen kühler.
Wobei, der Sommer hat gerade erst angefangen, ne? Jetzt kommt gleich wieder der Clip zum Mitraten. Und als kleine Aufgabe für nächste Woche habe ich was für euch. Und zwar möchte ich, dass ihr Werbespots in die Kommentare schreibt, die ihr bisher vermisst habt. Also irgendwelche Werbespots, die wir unbedingt noch sehen müssen. Im besten Fall Deutsch. Wenn ihr noch irgendwas richtig krasses auf anderen Sprachen habt, dann das auch. Aber mir ist Deutsch halt lieber und älter auch, ne? Schreibt's in die Kommentare. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder oder morgen im neuen Video. Viel Spaß beim letzten Spot und ciao, Kakao, ne? Die kleinen Monster schlafen. Und die Tante ist geschafft, hä? Genau wie früher.